Nur noch eine Festung blieb den Japanern, bevor die Amerikaner das Festland der Hauptinsel Japans einnehmen konnten. Die im Süden gelegene Insel Okinawa war gut bewehrt und sollte das letzte Hindernis für die amerikanischen GIs darstellen. Die begannen im Frühjahr 1945 mit der Operation Iceberg, wie sie genannt wurde, die zur blutigsten Schlacht des gesamten Pazifikkrieges sich entwickeln sollte. Kurz bevor es zu dieser gewaltigen Schlacht kam, war Desmond Doss mit seiner Armeeeinheit an verschiedenen Landungen auf den kleineren Kerama-Inseln westlich von Okinawa beteiligt. Vom 26. bis zum 29. März wurden einige dieser kleinen Inseln eingenommen, die größtenteils unbewohnt waren. Während am 1. April Operation Iceberg begann und die Einnahme Okinawas langsam voranschritt, befand sich Desmond Doss mit seiner Einheit immer noch auf See. Für 2 Wochen erlebten sie immer wieder die gefährlichen Kamikaze-Angriffe japanischer Soldaten, die bereit waren, sich selbst zu opfern, um damit möglichst viele amerikanische Schlachtschiffe in Brand zu stecken. Am 16. April landete Desmond Doss mit seinen Mitsoldaten auf der Insel Leshima, die ebenfalls in der Nähe von Okinawa lag. Hier gab es schwere Kämpfe gegen etwa 5000 Japaner. Doch die amerikanischen GIs mussten sich nicht nur den regulären japanischen Truppen erwehren, selbst einheimische Frauen bekämpften sie mit Speeren. Am 25. April konnten die Einheiten die Insel Leshima wieder verlassen, weil sie nun vollständig in amerikanischer Hand sich befand. Nun war es an der Zeit, in den Hauptkampf auf Okinawa einzugreifen, wo seit dem 1. April die blutige Schlacht tobte. 3 Tage später, am 28. April, betraten die Soldaten der 77. Division zum ersten Mal Okinawa. Sie lösten die völlig zermürbte 96. Division ab. Regen und kaltes Wetter trafen sie an. Überall war Schlamm. Ständig wurden Tote von der Front gebracht und aufeinander geschichtet. Der Schlamm ging ihnen fast bis an die Knie und überall watete man durch das Blut. Es war buchstäblich die Hölle auf Erden. Nicht wenige Soldaten sagten später, dass sie fast alle Menschlichkeit in diesen Tagen verloren. Der Ansturm der US-Amerikaner war zum Stehen gekommen, weil sich ihnen ein topografisches Hindernis in den Weg gestellt hatte. Nahe der Stadt Maeda befand sich ein großer Steilhang, eine Klippe, Maeda Escarpment eigentlich genannt, aufgrund der zackigen Felsen von den Soldaten aber Hacksaw Ridge getauft. Etwa 100 Meter hoch und von den Japanern schwer befestigt, war dieser Steilhang immer noch nicht eingenommen worden. Von dort oben hatte man eine Sicht auf die ganze Insel. Und wenn diese Klippe nicht eingenommen werden konnte, war an eine Weiterführung der Offensive nicht zu denken. Um den über 100 Meter hohen Steilabhang überwinden zu können, sollten 4 Leitern und 5 Kargonetze angebracht werden. 3 Freiwillige aus der Kompanie B des 307. Infanterieregimentes sollten gefunden werden. Und einer von ihnen war Doss. Bevor sie sich daran schickten, diese Kargonetze anzubringen, hatte japanische Artillerie heftig geschossen. Doss ging trotzdem mutig nach oben. Und als er oben stand, hörte das Feuer auf. Die Netze konnten angebracht werden. Am 30. April bekamen Kompanie A und B aus dem Regiment von Desmond Doss den Befehl, die Anhöhe Hacksaw Ridge zu nehmen. Desmond war Sanitäter bei Kompanie B und er bat zuvor um Erlaubnis, für die Männer zu beten.
Interessanterweise wurden beim ersten Versuch, den Steilhang zu nehmen, kein einziger Soldat von Kompanie B verletzt. Später fragten höhere Offiziere sogar, ob sie die richtige Anhöhe genommen hätten. Viele Soldaten von Kompanie A wurden stattdessen schwer verwundet oder getötet. Erst in der Nacht, als die Japaner zurückkamen und einen Gegenangriff starteten, musste sich auch Kompanie B wieder von der Anhöhe zurückziehen. Am 2. Mai kam es zu einem erneuten Angriff. Diesmal konnte nicht gebetet werden, obwohl Desmond sich das so sehr gewünscht hatte. Der Angriff lief bereits. Und diesmal wurde auch Kompanie B auf der Anhöhe von heftigem japanischem Feuer erfasst. Desmond entdeckte dort einen schwer verletzten Soldaten. Er hatte bereits beide Beine verloren und litt an schweren Brust- und Kopfverletzungen. Ein anderer Sanitäter hatte ihn bereits liegen gelassen, weil er vermutlich sowieso sterben würde. Trotzdem nahm sich Desmond die Zeit und versorgte ihn. Dieser Mann hat den Krieg tatsächlich überlebt und ist noch 72 Jahre alt geworden. Am selben Tag rettete Desmond auch unter schwerstem Beschuss einen Verletzten 180 Meter entfernt vor den eigenen Linien. In derselben Nacht versuchte Desmond unten am Hang etwas zu schlafen. Als er einige Stimmen von japanischen Soldaten aus einem Loch hörte, die waren offensichtlich nur wenige Meter entfernt. Er hatte furchtbare Angst, entdeckt zu werden. Neben ihm lagen einige Granaten. Plötzlich kam ihm der Gedanke, soll er sie verwenden? Es war eine echte Versuchung. Doch er erinnerte sich erneut an das 6. Gebot. Gott hatte das Leben gegeben, und Desmond wollte es nicht nehmen. Er hat später gesagt, dass dies eine der größten Versuchungen seines ganzen Lebens gewesen war. Es war eine andere Geschichte, die Desmond Doss hochberühmt machen sollte. Wieder einmal waren die Soldaten seines Regiments auf Hacksaw Ridge geklettert, im erneuten Versuch, diese Klippe endgültig einzunehmen. Und wieder kam es zu einem schweren Gegenangriff der Japaner. Der Rückzug war befohlen worden, aber viele Verwundete blieben zurück. Einer von ihnen war John Santola. Der erinnerte sich später, wie Doss ihn ganz ruhig behandelte und ihn ermutigte, dass alles in Ordnung sei. John hat dabei bemerkt, dass Doss völlig unbewaffnet war und wollte ihm eine Waffe geben, doch der wiegelte ab. Nein, ich töte nicht. Das ist meine Religion. Und so sah John, wie Desmond Doss zurück in die Schlacht eilte. Von den 155 Soldaten, die zu Kompanie B gehörten, hatten nur 55 die sichere Zone unten am Steilabhang erreicht. Der Rest lag hier oben auf Hacksaw Ridge, verwundet, blutend, sterbend, nach Hilfe schreiend. Es war an jenem Tag, als Desmond Doss sich entschied, dem direkten Befehl zum Rückzug nicht zu entsprechen. Er blieb oben auf der Anhöhe. Und obwohl um ihn herum geschossen wurde, stundenlang, suchte er systematisch nach jedem einzelnen Verwundeten. 12 Stunden lang hat er an jenem denkwürdigen Tag jeden Verwundeten, den er finden konnte, behandelt, ihn hier an den Abhang gebracht, um ihn dann ganz alleine in Sicherheit zu bringen. Desmond war von Kopf bis Fuß mit Blut beschmutzt. Wie war es ihm möglich, all diese Soldaten alleine den Steilabhang hinunterzulassen? Als er dort oben ganz allein war, gab ihm Gott einen Gedanken. Er erinnerte sich an den Knoten, den er in Virginia damals in der Ausbildung zufällig entdeckt hatte. Und mit diesem Knoten, mit den doppelten Schleifen, konnte er jetzt die Verletzten ganz allein herablassen. Ein japanischer Soldat berichtete später, er hätte Desmond mehrmals im Visier gehabt. Doch jedes Mal, wenn er ihn erschießen wollte,
klemmte sein Gewehr. Was hat Desmond Doss in all diesen Stunden gedacht? Genau weiß das vielleicht niemand. Aber eines ist sicher, wir wissen, was er gedacht und ausgesprochen hat, immer wenn er hier an der Klippe am Steilabhang angekommen war, einen Menschen versorgt hatte und ihn in die Tiefe hinabgelassen hatte. Immer dann hatte er jenes Stoßgebet auf den Lippen: Herr, hilf mir, noch einen zu retten. Und mit diesem Stoßgebet rannte er zurück in das feindliche Artilleriefeuer auf der Suche nach noch einem sterbenden Mitsoldaten, um ihn zu retten. Niemand weiß ganz genau, wie viele Soldaten ihr Leben Desmond Doss an jenem Abend zu verdanken hatten. Desmond selbst schätzte die Anzahl auf ungefähr 50. Seine Offiziere meinten dagegen, es müssten mindestens 100 gewesen sein. Deswegen einigte man sich auf die durchschnittliche Zahl 75, die dann später auch in seiner Erwähnung vor dem US-Kongress genannt wurde.